So, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Invisible Ink. Ja, letzte Folge haben wir es, naja, eher knapp ausgeschafft aus der zweiten Mission, denke ich. Oder dritten, zweiten eher, denke ich. Und jetzt haben wir noch die Auswahl zwischen, ja, drei wirklich guten Missionen. Ich hätte einfach das Terminal hacken können und dann hätte ich einen Punkt ausfinden können. Ja. Habe ich leider übersehen, blöd gelaufen. Und jetzt muss ich da aussuchen zwischen Day 3, ja, 6 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden, ja, Stufe 2, Stufe 1, Stufe 1. This is a corporate treasure house. It should be stuffed with credits and valuable artifacts that would do far more good in our coffers. The best stuff will need a blank key card though, so temper your expectations if you don't bring one. Ja, hilft nix. Ich hab da wirklich Key Cards. Und der Shop wird mir genauso wenig helfen dabei, weil ich fast gar nicht geholt hätte. Und ja. Dann starten wir mal. Okay. Erstmal ein bisschen Energie aufbauen. Wow. Okay, was haben wir da? Sind die Guard Investigator Location each alarm turn? Ja, das ist. Okay, in 5 Runden muss ich es down haben. Wow, okay. Habe ich da wieder was übersehen oder? Na, da muss. Okay. In einer von der Richtung muss weitergehen. Such mal Benton. Incognita has detected an ECCM signal. There must be one of the FTM's powerful scanning devices in the complex. It'll detect your team's location each alarm level. Make sure to shut it down. Okay, door guard. Es geht so nix. Und jetzt haben wir unsere Fertigkeit. Wo ist all guards get plus one arm. Oh, das ist gemein. Das ist richtig gemein, weil ich hab gerade mal einen normalen Taser. Achso, das ist wahrscheinlich. Ja, in 4 Runden werden sie da herkommen. Wenn ich bis dahin nicht hack, dann hab ich unser Problem. Okay, der läuft. Did you hear that? Okay, ich wollte zu Firewall. Das geht noch. Aber ihr habt jetzt trotzdem so ein richtiges Problem irgendwie. Mit vor allem mit den dahergehen und durchschauen. Das heißt, jetzt wird so richtig lustig noch. Guards. Der patrouillt da durch. Okay, das ist okay. Der geht um, dann kann ich lane, der kann nachher da halten. Das soll kein Problem sein. Ja. Sieht man irgendwie, wie gemein das ist. Okay, Paralyze länger schläft.
Matt Gale. Nicht unbedingt. Also bezogen auf den Schwierigkeitsgrad wäre es sinnvoll, aber... Ich weiß nicht so genau, ob das da wirklich so sinnvoll ist. Ja, und zwar unten muss es nämlich hacken, weil sonst habe ich Probleme damit. Durch, davon. Und jetzt, Chancen. Der kann stationär sein oder. Okay, das ist wieder Guard sein, aber. Ja. Achso, ich sollte mit ihrer hacken, weil sie hat ja einen Hack-Skill und er nicht. Ja. Jawohl, das sollte funktionieren. Da durch hier dir zu machen. Die ihrer da her. Oh, Demon Datenbank. Was war denn so schlecht? Ja, nicht so schlimm. Good job, Operator. At least you won't need to worry about that one anymore. Das muss ich ausschalten, sonst geht's immer höher, dann komme ich vielleicht in der Garten vorbei und dann 4 Turns zum A und der höher. Das wird sowieso problembereit noch. Also muss es quasi jetzt machen. Was hast du eingesteckt? Das ist sehr gut. Okay, jetzt kann ich entweder da durch. Okay, mal schauen. Na, dann ist da Kamera oder stationäre Guard, also da kann ich nicht vorbei. Das ist nicht so gut. Wertvolle Technik. Kein Monster verteilen und verkaufen. Naja. Nicht so schlecht. Jetzt, ja. Obwohl, das kann sein. Dass der immer noch downpinnt ist. Ja, so beenden. So, der ist da drüben irgendwo, der hat jetzt einmal A. Okay. 5. Nein, das ist ein Problem. Wieso kann sie nicht laufen? Aus der Full AP. Sogar 3 Sachen dran und. Achso, genau wegen. Denn. Ja, super klar.
Ich kann zumindest irgendwas erledigen dabei. Omnibrix Firewall equal to 3. Naja. Also Demon to Random Device. Ist nicht so schlecht. Aber ich habe einen Wertverlust dadurch. Also die kennst du zum Beispiel auf. Habe ich einen Demon? Nein. Ja, das ist nicht so gut. Den kann ich nicht loslassen, der Wahl. Aber wir können uns umtransportieren, dass ich noch von der Schule wegrennen kann. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, der muss weg. Null AP noch. Das könnte mal droppen, dann in die nächste Runde. Zu Beginn an mir, dass ich kann noch mal laufen. Die Kamera ist aktiviert. Das ist nicht so schlimm da. Da ist. Da drüben steht der Guard. Na, da ist eine Drohne. Da kann ich nicht durch. Da könnte auch wieder Kamera sein. Und da dürfte Guard sein. Wow. Ich würde nicht lustig aus. Okay, den muss ich. Das ist eine Tür. Okay. Ich könnte mal da durch hier, aber der Generator. Das ist nicht so. Okay, steht ja 5 Felder scannen. Das geht so halbwegs. Den kann ich ignorieren, dann wird er wahrscheinlich durch die offene Tür gehen. Das heißt, mit ihrer Kai ist es durchrennen. Hoffentlich. Tür schließen. Oder kein Dom rennen. Oder generell Dom, dann kann ich da mal scannen. Ja. Okay, da steht der Guard. Das ist auch okay. Stationär, das geht ja. Dann kann ich es noch hacken. Und zwar der ist doch hacken. Ja.
noch eine Runde und das dürfte aber hoffentlich passen. Okay, stationäre Guards, da kann ich so herum. Den kann ich plündern und der ist mir komplett egal. Da ist er safe, da ist er safe. Das heißt, du musst da früher oder später sowieso vorbeikommen. Dann da ist er stationäre Guard. Das heißt, ich kann die Richtung oder eventuell da weiter. P2AP, der wird dort. Okay. Das sieht man, also keine bestellen dabei. Ich stehe dann nicht bestellen. Kann aber grob da durchrennen normalerweise. Sie bräuchte mal eine Keycard. Obwohl dadurch läuft sie uns kürzer. Okay, nächste Runde komme ich bis daher, dann ist der da drüben. Irgendwie wird das schon funktionieren. Wow. Man kann auf dem gleichen Fall stehen. Das ist interessant. Okay. Wird den Zug muss beenden. Sie kommt höchstens bis du her. Ja. So, wo ist kein Hacken? Und zwar safe, den Roboter muss ich noch unbedingt wieder hacken, weil sonst scannt er mich irgendwann. Aber unbedingt was Wichtiges habe ich dabei nicht. Okay, kein Gegner. Aber in zwei Level kommt ein Guard. Sicher bis daher mit drei Flug kommt es noch daher. Nochmal eine Runde Reboot und noch eine Runde Co. Also. Ja, setz sie ein. Hacken. Wow. 6 Power, das ist ja das ist etwas extrem. Okay, das brauchen wir. Das war auch dann so schlecht und. Ah, kommt die für nächste Runde auf. 300. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann zu beenden. Passt, der wird nächste Runde erst sie bewegen können. So rennen kann auch nicht, weil ja, zu wenig AP da mal. Oder man reduziert, besser gesagt. Denn wir wahrscheinlich Dodo gehen. Oder? Sicher mal bis daher. Hat sie. Na, so. Hat nicht.
mal her und... Na Sommer, ja gut, 3 reduziert. Was haben wir da? Neurodisruptor? Nein, danke. Medgel Boy überhaupt nicht. Portable Server. Stufe 1. Ist nicht so schlecht. Speeds auf 3 permanent. Na. Chargeback auch nicht, Medgel auch nicht. Crybaby kennt hier und da vielleicht nicht so schlecht selber. Portable Server. Ja, mit 10 Starting Power ist eigentlich nicht so extrem sinnvoll, aber später, wenn ich mehr Slots hätte, war es vielleicht nicht so verkehrt. Da wird mein Roboter wahrscheinlich daher gehen und das auskundschaften. Aber ich glaube, obwohl ich glaube, der kann ein Cover sein. Aber ich bin gerannt. Und Alarm Level. Nicht so schlimm. Ja, nicht so schlimm, dass die Firewall mit drin ist. Es ist zwar nervig, aber es gibt Schlimmeres. Der Guard ist ab. Das ist nicht so super. Warning. Okay, da kann sich nichts mehr weitergehen. Und dadurch ist safe auch nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob die Garde da durchgeht oder da. Ich hoffe da, weil die Tür offen ist. Und nachher da her und dann... Da ist der Aufzug, das ist blöd. Der Ausgang, nicht der Aufzug. Tür kann ich nicht öffnen. Ich werde sicher hinten herumgehen. Weil den tasern und den auf die Patrouille schicken ist... eine ziemlich blöde Idee dabei. There's a drone down! Okay, er geht durch, das ist... Okay, aber trotzdem, jetzt nervt er ein bisschen. Das ist, ihr könnt hinten herumgehen. Also da ist leer, da ist auch leer. Ihr könnt hinten herumlaufen. Pff, mir ist jetzt fast hinten herumlaufen. Aber zuerst... Chargeback, naja. Also ein bisschen was wert zum Verkauf zumindest. Okay, wenn ich Drohne aktiviert ist, kann ich noch eins laufen oder nicht? Wenn es bis da oben kommt und auch scannen kann, ist ein bisschen ein Problem. Ja. Okay. Die Drohne ist aber nicht so schlimm.
Okay, wenn der durchgeht, dann würde er wahrscheinlich durch die nächste offene Tür. Das war der Date, das war aber kein Problem. Und wahrscheinlich da hoffentlich eine. Ja, die Drohne geht weg. Jetzt mehr als immer. Okay, sie direkt das Sicht dort drauf. Interessant. Na, die Drohne hat nicht so einen großen Effekt, leider. Ich würde es nicht riskieren, dass ich die einfach irgendwie mittransportiere. Jetzt mit ihrem. Okay, er muss mal zuerst einmal durchher, auf jeden Fall. Sie geht daher jagen. Kannst du es reaktivieren? Ich hoffe nicht. Weiter läuft es aber nicht. Das abwerfen. Hacken-Skills, irgendwas. Na, gar nichts da. Okay, normale Guard. Das geht so halbwegs. Das ist gar nicht der Shop, das war der Shop. Ah, oh, nicht so gut. Okay, wenn der da ist, dann wieder hoffentlich da weitergehen. Das heißt, ich sollte mich da verstecken können. 1600. Das ist vielleicht nicht so schlecht, aber. Ja, ich bin sicher. Falls wieder so was Gemeines kommen sollte. Okay, jetzt geht daher, noch daher. Er geht daher und. Dann wird abgewartet. Na, ah, die Drohne, die fangen können. Ich bin froh, dass der Garten hat irgendwie umgeschaut hat daher. Der Kerl. Ah, ich muss komplett herumgehen, wirklich. Wow. Okay. Nichts. Er muss da um. Wenn
nichts geht. Besser jetzt oder später. Keycard noch. Das ist super. Okay. Was wird da? Boosts Firewalls. Na. Ist das exakt? Ja. Ja. Ich würde mal sagen. Und damit beende ich diese Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!